Hallo, mein Name ist Isabel Napakowski. Ich arbeite im Bereich Öffentlichkeitsarbeit für den lokalen Aktionsplan in Nordhausen. Und ich habe es mir in diesem Jahr zur Aufgabe gemacht, ein Projekt zu gestalten. Zum einen mit Nadja Dummler, die im Mahlsaal Nordhausen angestellt ist. Und zum anderen Lydia Bahlmann, die im Kreisjugendring Sondershausen tätig ist. Unser Projekt trägt den Titel Der gestiefelte Nachbar. Dabei geht es um die Produktion eines Dokumentationsfilms, und zwar über Rechtsextremismus in Nordhausen und Sondershausen. Da sollen dann zunächst erstmal die Städte vorgestellt werden, wo sich die Jugendlichen vor allem treffen, wie die Wahlergebnisse waren und so weiter. Und anschließend folgen dann Interviews, zum einen mit Opfern des Rechtsextremismus und dann mit Aktiven aus dieser Szene. Dabei haben wir sehr eng mit dem Bündnis gegen Rechts zusammengearbeitet und zum anderen natürlich mit unseren Einsatzstellen, die uns sehr unterstützen. Wenn der Film dann fertiggestellt ist, gibt es natürlich eine offizielle Premierenfeierlichkeit. Dort werden dann alle eingeladen, die uns in irgendeiner Art und Weise unterstützt haben, und natürlich auch unsere Träger, die zum einen der Lift e.V. von Nordhausen ist und der Kreisjugendring aus Sondershausen. Das Geld haben wir für dieses Projekt beim LAP beantragt, und es soll ein Kooperationsprojekt zwischen Nordhausen und Sondershausen sein. Nach dieser Premierenfeierlichkeit gehen wir dann mit diesem Film in Schulen. Dies soll dann vorrangig die 9., 10. und 11. Klasse betreffen, weil es ja um das Thema Rechtsextremismus geht und gewisse Vorkenntnisse dafür vonnöten sind, damit die Schüler dann in der anschließenden Diskussionsrunde sich auch aktiv einbringen können. Und in dieser Diskussionsrunde sollen dann vor allem Erfahrungen ausgetauscht werden, sie sollen ihre eigenen Meinungen äußern können und vor allem auf die Normalisierung des rechtsextremen Gedankenguts aufmerksam gemacht werden. Abgesehen von den Schulen soll der Film auch an andere Jugendeinrichtungen geschickt werden, um den Jugendlichen zu zeigen, wie präsent der Rechtsextremismus in ihrer Stadt, also in Nordhausen und Sondershausen, ist.